So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von Boom Beach. Ja, Boom Beach, wir spielen mal wieder Boom Beach. Unglaublich, ne? Also. Oh, Moment. Es können verrückte Unfälle passieren, wenn man mit Mutagen meint er, experimentiert. What the fuck? Zum Beispiel, dass du meinen Megakrebs besiegst. Egal, wenigstens kann ich ordentlich Geld scheffeln, wenn ich das Zeug als Hautpflegeprodukt verkaufe. So, können wir den angreifen? Highscores. Oh, das habe ich verpasst. Oh, das ist bitter. Das wollte ich eigentlich noch machen. Und jetzt ist es vorbei. Schade, das tut mir leid. Das hätte ich gerne in dieser Folge gespielt. Aber das haben wir jetzt leider verpasst. Ah, Mann. Shit, da bin ich ein bisschen zu spät gekommen, ehrlich gesagt. So. Aber wir können uns angucken, wo ich mittlerweile gelandet bin. Und zwar haben wir unser Rathaus, beziehungsweise es ist bei Boom Beach ja das Hauptquartier, auf Level 9 verbessert. Wir haben noch einige Sachen, die wir bauen können. Und zwar einmal hier, wo ist das? Unterstützung, das U-Boot. Ja, wir können ein U-Boot bauen, Freunde. Ihr könnt es kaum vorstellen. 9 brauchen wir. Wir brauchen nämlich unbedingt mal ein U-Boot, damit wir diese ganzen Tauchstationen, wie zum Beispiel hier vorne, das wollen wir ja gerne mal nutzen und mal nach Dingen tauchen. Es ist gar nicht so teuer. Es kostet relativ... Ja, ist das viel? Nee, ich finde nicht. Also wir haben immer meistens 200, 300 oder sogar... Ne, 400.000 können wir, glaube ich, gar nicht haben, weil ich habe erst vor kurzem hier unsere Helden verbessert auf Level 7, ja. Ich könnte die jetzt theoretisch was verbessern auf 600, auf Level 8, kostet aber 643 Münzen, die wir nicht haben können, weil unsere Leger, die sind einfach viel zu klein. Das ist so das erste Problem. Moment mal, wir können hier ein paar Männchen holen. Guck mal, die zwei hier. So, das machen wir mal fertig und dann machen wir nochmal ein paar Fights. Das habe ich schon echt lang nicht mehr gemacht. Also ich habe das Gefühl, ich habe schon... mehrere Wochen nicht gekämpft bei Boom Beach. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber... Oh, oh, nice. Guck mal hier, das fangen wir doch mal. Das kriegen wir locker hin, oder? Guck mal hier, wir schicken die hin. Wo ist denn hier? Angriff. 1800 kostet das sogar. Wow. Also, so. Machen wir den mal kaputt. Und dann schicken wir die Dicken vor, würde ich sagen. Und dann müsste eigentlich alles locker flockig funktionieren. Wir können ja ein bisschen ranzoomen. Zack. So, und dann nochmal schön Heilung. Und dann passiert gar nichts. Wir sind relativ schnell durch. Ihr seht selbst. So, was haben wir nochmal für einen fetten Rubin? Nice. So. Erste Medaille schon mal. Das heißt, 3 von 5, wie ihr seht, unten links undicht. Machen wir mal. Ah, ich muss auf jeden Fall noch sehr, sehr viel verbessern. Okay, hier haben wir 2 Türme. Müssen wir eigentlich quasi nur geradeaus durch. Ich versuche mal... den abzuschießen. Okay, das funktioniert einigermaßen. Wir lassen mal die dicke Frau hier, die Heldin. Dann die dicken hier. Und dann hier. Und dann lassen wir mal hier hingehen. Ah. Oh, ne. Ja, ah. Die gehen durch, das ist gut. Die sind relativ schnell, ne? Die sind relativ schnell. Das muss man denen lassen. Und jetzt wollen wir hoffen, dass einfach alles ziemlich schnell hinter uns gebracht wird. So. Wow, 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 wow. Oh, shit, da haben wir leider einen verloren. Ich hab's schon kommen sehen. So, und jetzt können wir nur noch heilen. Und hoffen, dass sie relativ schnell das Ding kaputt hauen. Junge. Ah, leider haben wir beide Krieger verloren. Ah, die sind ja anscheinend gar nicht so gut. Wie stark sind die denn überhaupt? Wir können ja mal kurz gucken, wie stark die überhaupt sind. Info. Da haben wir die Krieger, die machen... Wie viel Schaden machen die? Fast 170. Hier haben wir nochmal das Arsenal. Da können wir auch nicht verbessern. Schade, das müssen wir auch mal verbessern. Ah, dafür haben wir aber natürlich nicht genug Cash. Allgemein müssen wir erstmal abwarten, bis das andere mal fertig ist. So, hier können wir umwandeln. Was ihr gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, was mich ein bisschen wundert. Wir haben ja zum Beispiel von diesen Eisscherben 7 Stück. Wir brauchen ja immer 7 Stück, um weiter zu verbessern. Die können wir aber nicht verbessern, um hier diese Eiskristalle zu bekommen. Schreibt dann bitte in die Kommentare, warum das so ist, weil hier diese können wir zum Beispiel verbessern. Beziehungsweise umwandeln in dem Falle. Und bei den anderen weiß ich einfach nicht, wovon das abhängt. Das funktioniert einfach nicht. Das ist echt ein bisschen blöd. So, ich sehe gerade, das Sägewerk steht echt ein bisschen unpraktisch. So. So muss das nämlich sein hier. So. Machen wir mal so. Von mir aus kann das neben einem Hauptquartier stehen. So.
Wir brauchen noch eine Chevron. Schaffen wir das? Wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott, das sieht ja lustig aus. Sehr amüsant. Kriegen wir aber hin. Mit ein bisschen Ablenkung. Oder wir schicken die mal vor und lassen einfach mal in die Mitte schießen. Und dann, denke ich mal, knallt es, oder? Knallt es dann? Oh, die sollte eigentlich... Die sollte eigentlich ja da vorne hinschießen, meine gute Dame. Die sollte eigentlich woanders hinschicken. Oh! Oha, okay, haben wir jetzt ein paar... Wir haben, glaube ich, ein paar Verluste gehabt. Nein, keine Verluste? Okay, aber einen fetten... Wir haben was Fettes bekommen, Leute. Wir haben nämlich einen so einen fetten Eiskristall bekommen. Nice. Das ist ja cool. Oh, was? Ist schon fertig? Was nehmen wir denn da? 3000 Steine nehme ich mal diesmal. So, was haben wir hier Leichtes? Brennende Felder. Ah, jetzt haben wir dieses Event verpasst. Das tut mir echt leid. Das hätte ich sehr gerne mitgespielt. Aber irgendwie habe ich das verpasst. So, die gute Frau vor. Der Rest hinterher. Und dann im Nachhinein kommen die restlichen Einheiten. Das habe ich natürlich nicht mehr abgegradet, ehrlich gesagt. Da hätten wir nämlich noch ein paar Einheiten nehmen können. So, Heilung nach vorne hin. Und dann denke ich mal, werden die das relativ zügig hinkriegen, oder? Ja, komm schon. Zack. So. Easy peasy. So, come on, come on, come on. Weiter geht es. Ah, machen wir unser Geschenk noch auf. Ach, das habe ich schon gerade aufgemacht. Mann, ich bin manchmal so verpeilt, ne? So, teilen und herrsche ist unser nächstes Ziel. Oh, was ist das denn für eine fette Insel? Mit Lava? Ist ja cool. Gefällt mir. Hier hätte ich gerne mal einen Standpunkt, ey. Beziehungsweise einen Standort. Das würde ich richtig knallen und feiern, ey. So, einmal hier drauf. Dann die gute vorausschicken. Die zwei hinterher. Und dann werden wir ein bisschen warten. Und dann geht's jetzt weiter mit den Einheiten. Und wir haben schon wieder, ehrlich gesagt, nicht die Einheiten benutzt, ne? So. Was macht ihr jetzt? Hä? 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 Und nochmal. Das ballert. Das ballert sehr, sehr gut. Einmal heilen. Und dann sind wir hier schon durch. Oh, das geht so flott. Nice. Nice, nice, nice. So gefällt mir das, Freunde. So gefällt mir das richtig gut. So, einmal zurück nach Hause, damit wir mal die restlichen Einheiten hier machen können. So, das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Am besten nehmen wir im Hintergrund die Mädels hier. Da werde ich jetzt aber nicht nochmal 9 Diamanten verschwenden. Das sehe ich gar nicht ein, weil ich habe vorhin schon ein paar benutzt. Und wir kommen ja auch ohne die ganz gut klar, ne? So, was haben wir hier? Ein paar Türmchen, ey. Das ist alles Kanonenfutter, würde ich sagen. Das ist alles sehr einfaches Kanonenfutter. Und dann können wir direkt hier vorne loslegen. Und dann, denke ich mal, sind wir relativ schnell fertig hier mit dem Level. So, einmal einfrieren. Und dann, wenn die mal hinne machen würden. Oh, das sieht doch gut aus. Ah, guck mal hier, Leute. Das sieht super aus. Easy, sehr easy. Wirklich einfach. So, ihr denkt euch bestimmt auch, ey, der nimmt doch immer nur die ganz einfachen Gegner. Er ist selber Level 23, kämpft aber gegen Level 9er. Dieser Noob. Ihr habt da schon echt gar nicht so unrecht. Aber die gehören halt auch dazu, die wir ja erstmal schaffen müssen und überhaupt mal weiterkommen müssen. So, guck mal hier. Geht doch richtig gut. Das funktioniert richtig gut, finde ich. So, dann kommt die Olle hier drüber. Und der Rest einfach hinterher, Leute. Einfach hinterher. So, kriegen wir das Ding kaputt? Das kriegen wir kaputt. Das kriegen wir kaputt. Und dann Heilung. Und dann draufschießen und dann passt das. Ach, guck mal hier. Das dauert ja keine 5 Sekunden, ey. So schnell sind wir fertig, ey. So. Unsere Leger sind auch gleich voll. Das ist das Problem, ey. Komm, machen wir noch einen. Ah, hier haben wir eine Ressourcenbasis. Wir können die uns mal ansehen. Vielleicht schaffen wir die ja mal. Oh, die sieht ziemlich heftig aus. Ich finde, da ihr seht, müssen wir eigentlich nur über links kommen. Wenn wir alles über links zerstört haben, dann können wir uns einfach neben den Stützpunkt hinstellen.
Und dann quasi einfach links drauf ballern. Müsste eigentlich funktionieren. Ich werde die Olle mal hier hinschicken. Und dann hier erstmal drauf schießen. Und dann sollen die mal erstmal da hinten hinlaufen. So, und jetzt können die von da ballern, meinetwegen. Wow, 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 wow. Das war aber nicht so geplant, Leute. So, ich glaube, wir haben ein paar Verluste hinnehmen müssen. Aber das ist nicht so tragisch, finde ich. Das finde ich nicht so tragisch, weil wir gerade hier ganz gut klarkommen. Oh, wir brauchen aber echt eine Zeit lang, bis die mal hier fertig sind. Aber die ganzen Mörser, wie ihr seht, sind einfach verloren. Die können nichts machen. Die stehen da und gucken zu. Und wir werden jetzt das Ding in den nächsten vermutlich mal 15 Sekunden jetzt niederreißen. Unter 3 Minuten werden wir, glaube ich, nicht kommen. Und da ist schon passiert. So. Komm, komm, komm. Oh, Verluste haben wir echt ein paar hingenommen. Kein Problem. Oh. Moment, müssen wir natürlich hier komplett das mal einrichten. So. Den Baum müssen wir mal entfernen. Das Ding stört hier das Sägewerk. Beziehungsweise der Baum hat gestört für das Sägewerk. So rum. So. Die Mörser müssen wir natürlich so platzieren, damit die... Oh. So, guck mal hier. Wir können auch die Bäume alle wegmachen. Das sind alles normale Bäume. Da haben wir, glaube ich, gar keine Probleme. So, und dann haben wir hier noch den Turm. Dann haben wir die Mörser, die relativ dahinter stehen müssten, würde ich jetzt mal so sagen. Das andere macht gar keinen Sinn. Den können wir direkt davor stellen. Und dann schon die Mörser anfangen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich das auf jeden Fall nochmal ändern. Falls ich darauf eingehen kann, auf die Kommentare. So, gehen zurück. Und haben jetzt eine neue Base, ja. Wir haben eine neue Base, Leute. Das ist sehr gut. Ich nehme noch den ganzen Mist mit. Operationsbelohnung. Oh, die einmal Diamanten einstecken für uns. Und dann war's das für heute, Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Boom Beach. Eure Tipps und Vorschläge dürft ihr gerne bitte in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.